Hallo ihr Lieben, jetzt sind wir wieder hier in unserer Terrassenküche und ich muss euch was gestehen, draußen ist ja Herbst, es ist hier nachmittags, aber schon dunkel hinter mir und irgendwie in letzter Zeit fantasiere ich ja so ein bisschen mit Bacon. Ich habe mal wieder so Lust auf Bacon, ich habe so lange kein Bacon mehr gegessen und irgendwie kreist meine kulinarische Fantasie so um, das hat der Herbst so an sich, weil so Bacon passt so zu Herbst. Also nicht zum heißen Sommer oder irgendwie sowas. Und deswegen mache ich euch heute mal einen leichten Salat, aber mit Bacon. Also ich persönlich habe keine Angst vor Bacon. Vor allen Dingen, ich zeige es euch mal eben. Ich werde den Bacon im Ofen rösten. Bin gespannt, ob das in unserem Ofen wirklich so klappt. Zur Not kann ich nochmal in der Pfanne braten. Aber es ist besser, man lässt den Bacon im Ofen aus. Und dann haben wir weniger Fett. Und eine andere Regel ist, wenn man mit Bacon arbeitet, dann sollte man seine Sachen weniger salzen. Man braucht nicht so viel Salz wie normalerweise. Aber das ist alles geringfügig. Was meint ihr, was für ein Salz in Limonade ist? Wusstest du das, Martin? Ja. Wusstest du? Ja. Da ist so viel Salz drin. Da ist so ein paar Streifen Bacon, ist eine Witznummer dagegen. Und ich finde, es schmeckt einfach wahnsinnig gut. So, ich tue es jetzt mal rein. Und ich muss immer zu, der Martin, der musste mich erinnern, ich muss immer zu gucken, ob, damit er mir nicht zu, er darf auf keinen, bei Bacon ist die Gefahr, wenn man den schwarz werden lässt. Ja. Das ist wirklich nicht gut für die Gesundheit. Man muss ihn zu einem bestimmten Punkt rauskriegen, wenn er knusprig ist, abtropfen auf Küchencrepe, aha, habe ich nicht vorbereitet, müssen wir noch machen. So, jetzt fangen wir mal an. Martin, gibst du mir mal bitte das... Nee, wir fangen an mit den Pilzen. Also, in diesen Hühnersalat, den ich jetzt mache, tue ich Pilze. Da habe ich Champignons, die schneide ich mal eben blättrig. Dann habe ich hier... Was hast du denn sonst noch hier? Ach so, soll ich erst mal vorstellen, was ich alles brauche? Ja, stell mal vor, was du alles hast. Liebe Zeit, ich komme hier aus meinem Rhythmus raus. Ich habe hier... Kräuterseitlinge, ich habe hier Champignons, ich habe hier diese Urbirne, die Frau wird schon ein bisschen komisch, ne? Kommt so viel Luft an die Birne. So, hier, diese Birne, diesen Apfel, den mir jemand die ihre Mutter besuchte, aus ihrem Garten gebracht hat. Und das sind diese Äpfel, Freunde, ich weiß nicht, wie sie heißen, die im Fleisch schon rosa Streifen haben. Oh, die schmecken wahnsinnig. Das sind die letzten Rauke-Dinger aus vier Landen hier Hamburg. Ja. Die letzten Freiwild-Rauke. Von Malte. Nee, die habe ich nicht von Malte, die habe ich in diesem Fall nicht von Malte. Okay. Aber ich habe sie schnell abgegriffen, weil das sind die letzten. Ja. Alles, was wir danach kriegen, kommt daher, wo wir es dann im Moment nicht wollen. Champignons habe ich schon gesagt. Ich mache ein Dressing, nicht mit Essig und Öl und so, sondern ich mache das mit saurer Sahne, ein bisschen Sahne, Zitrone, also eine andere Form des Dressings. Dazu nehmen wir den römischen Salat. Guckt euch den mal an. Auch altes Land hier bei uns in Hamburg. Ich finde, dieser Kopf ist genial. Ist das nicht ein Bild? Der sieht herrlich aus. Der ist so... Oh, dagegen diese gezüchteten, die man so manchmal im Supermarkt liegen sieht. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Dieser kommt wirklich noch so aus der freien Natur. Dann hier so ein paar Nüsschen. Und... Hier habe ich schon mal grüne Bohnen abgekocht, auch frisch, nichts mit gefroren. Und jetzt braten wir mal ganz kurz und schnell diese Champignons an. Und im Kühlschrank habe ich Hühnerbrust genommen und habe das in ganz wenig Wasser vorhin gekocht. Weil das muss abkühlen und das hätte jetzt hier zu lange gedauert. Und Hühnerbrust nur ein ganz, ganz wenig Wasser. Aber in das Wasser habe ich ein bisschen Hühnerbrühe. Also aus dem Alnatura, oder wie heißt das? Aus dem Glas. Aus dem Glas, meine Güte. Ich habe aber heute Sprachfindungsschwierigkeiten. Woran liegt das, Martin?
Weil du wieder mal alleine hier bist, statt mit deinem Freund Carlo. Oh. War ich so wieder... Ich bin das jetzt nicht mehr so gewohnt, alleine zu kochen. Ich habe mich da jetzt dran gewöhnt, dass ich das schön finde, wenn ich mit jemandem koche. Und wir haben da einige für euch in petto, ja, die mit mir... Also zum Beispiel Olaf Scholz hat uns schon zugesagt. Und wieso lacht er? Ja, alles gut. Olaf Scholz. Und Habeck und Baerbock. Ja, Habeck hat nicht so viel Zeit. Baerbock hat gesagt, sie kommt gerne. Ich kann den Termin bestimmen, hat sie gesagt. Schön wär's, ne? So, ich gehe jetzt mal an den Herd und mache kurz diese beiden Pilzsorten. Hier habe ich schon ein bisschen Fett drin. Salze ich noch ein bisschen hier. Und dann nehmen wir noch mal ein bisschen Pfeffer. Mühle. So, diese Pilze, also Kräuterseitlinge und normale Champignons, die habe ich nur so ein bisschen angebraten. Nicht richtig so richtig durchgeschmort. Die tue ich jetzt schon mal. Ich habe hier eine Schüssel bereitgestellt, wo ich den Salat hineinarbeiten werde. Das kühlt jetzt inzwischen ab. So. Jetzt werfe ich mal einen kurzen Blick auf das Bacon. Was ist das jetzt hier aus? Ja. Oh, da muss ich hingucken. Oh ja, da kommt jetzt langsam, ne? Ja, Moment. Einen Topflappen. Ja. Oha, da muss ich aufpassen. Ich lege das mal hier so hin, wo ich dann das Bacon so drauflegen kann. Du musst zwischendurch mal reingucken, bitte, Martin. Ja, mache ich. Diese Bohnen, wie gesagt, habe ich ja schon vorgekocht. Die tue ich hier auch schon mal rein. Grüne Böhnchen. Gibt es noch auf dem Markt zu kaufen. Jetzt nehmen wir dies von diesem wunderbaren Apfel, wenn ich doch nur wüsste, wie er heißt. Wir waren neulich in Bilwerda, einen sehr, sehr schönen alten Teil von Hamburg, so direkt am Deich. Ja. Und da war eine Kiste vor einem dieser herrlichen alten Obstbauernhäuser. Eine Kiste mit Äpfeln. Und so zum Verschenken. Das war alles so Semi-Fallobst. Ich habe da wir sind spazieren gegangen. Ich habe da einen Apfel gegessen, war so unfassbar lecker und haben uns gleich ganz viele mitgenommen. Jetzt haben wir so eine schöne große Schüssel voll mit diversen Sorten Äpfel. Einfach so, was immer die da gerade hatten. Das waren keine Obstbauern mehr. Deswegen, die hat einfach noch ein paar Bäume da stehen. Oh, wie herrlich ist das denn? Also ich habe hier hinter mir auch eine ganze Schüssel stehen. Ja. Mit diesen Äpfeln, die mir geschenkt wurden. Wo die... Deine grüne Schüssel ist gerade so mitten im Bild. Ja, die stellen wir mal weg. Zieh die mal nach links, nach rechts rüber, von dir aus gesehen. So. Ja, so. Und diese Freundin, die mir die Äpfel gebracht hat von ihrer Mutter, die hat mir auch Kartoffeln mitgebracht. Oh. Ehrlich. Oh, direkt aus dem Feld. Das ist doch herrlich. Irgendwie schmeckt das immer wahnsinnig gut, wenn das gerade frisch geerntet ist, ne? Ja. Also mir geht's so. Und ich finde, im Moment gibt's auch noch so viel. Naja, November und Dezember sind ja auch noch relativ reiche Zeiten. Ja. Und selbst der Januar, was ich nicht dachte. Erst Februar, März fängt an, wo die Leute früher so verhungert sind nach dem Winter, weil da kommt noch nicht das Neue und das Alte ist dann schon weg. Gestern war ich eingeladen und da erzählte eine Frau, sie hat bei Ahrensburg, das ist so ein Programm da bei Ahrensburg, 50 Quadratmeter, kann das stimmen? Acker? Kann sein. 50 Quadratmeter. Gibt solche Sachen, ja. Gut Wulmsdorf, da so in der Nähe. In der Gegend, ja. Und da pflanzt sie an, da hat sie alles. Ich habe sie gefragt, ob sie das alles selber schafft aufzuessen.
Sie sagt ja, sie gibt allerdings eine gewisse Menge an die Tafel ab. Oh, Freunde, wir haben ja vor einigen Wochen grüne Gurken eingelegt, ne? Ja. So, die habe ich jetzt mal geöffnet. Die habe ich jetzt... Oh, unser Bacon. Oh, Martin, guck. Unser Bacon. Notfall, Bacon raus. Hier hinstellen. Hier hinstellen. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt wichtig. Dass das riecht alles gut, ne? Ja. Geht ich ja kann das ja mal machen, du kannst ja weiter nach vorne gehen. Also das hat mich natürlich sehr interessiert, was sie da zu erzählen hatte und wie die plötzlich so merkte, was man alles mit so Dingen machen kann. Das war hier alles ganz neu, weil sie war natürlich ein Stadtkind und kennt die Supermarkt, das Supermarktangebot. Soll ich den Bänken immer wenden? Ja, ne? Wie? Einmal wenden. Muss man nicht unbedingt. Okay. Aber wenn du es hinkriegst, ist es gut. Nur, dass der von der anderen Seite auch mal... So, dies ist, wie gesagt, diese nur zu einer bestimmten Jahreszeit bekommt man diese Urbirne. Ich nenne es immer Urbirne. Also, meine grünen Gurken. Meine Gurken, meine eingelegten Gurken, die ich euch gezeigt habe, die habe ich jetzt 4 Wochen stehen lassen. 5 Wochen war es. Und habe sie neulich sozusagen feierlich eröffnet. Und es war der Hammer. Und die Menschen, die davon gegessen haben, die waren so begeistert. Ich habe die ja sehr scharf gemacht. So scharf muss man die nicht machen. Und dann bin ich sofort am nächsten Markttag rübergerast auf den Markt zu meinem Gemüsehändler. Und habe gesagt, diese meine Gurken, wir haben Eröffnung gefeiert und die sind so toll geworden. Und mein eingelegter Blumenkohl, hast du noch Gurken? Die gibt es nur einmal kurz im Jahr. Weiß nicht, ob ihr das wisst. Ganz kurz nur. Einmal. Und die kann er mir auch nicht mehr beschaffen. Und ich habe so einen Gemüsemann, der hat so Wege, wie er so an Dinge rankommt. Einmal nur gibt es die, ganz kurz. Schade, ne? Das war mir nicht bewusst. Aber sie sind richtig gut geworden. Das hat mich natürlich gefreut. Martin, gib mir doch mal so eine Gurke rüber, dass ich das mal zeigen kann. Okay, warte, ich hole sie aus dem Kühlschrank. Ja. Bitte sehr. Oh. Okay, das machen wir noch. Okay. Ja. Danke. Guck mal hier. Also. Martin, du hast auch noch keine gehabt, ne? Es hat erstens mal... Das Messer ist nicht, kein gutes Messer. Es hat erstens mal eine gute Farbe, eine gute Konsistenz. Die sind, wie gesagt, scharf eingelegt. Ihr hört es gleich knacken. Hm? Herrlich, man hört es. Ganz ehrlich, ich habe mir drüben eine geholt. Also nächstes Jahr, ich verspreche es euch, mache ich euch darauf aufmerksam, kauft jetzt ganz schnell Gurken, einlegen. Rechtzeitig, ne? Rechtzeitig. Da fällt mir gerade was ein. Wenn Besuch kommt und du hast nichts im Haus, ne? Und schneidest du so eine Gurke auf, dann brätst du so ein paar Streifen Bacon und ein Brot hast du auch noch irgendwo liegen. Das bestreichst du mit Butter, machst ein bisschen Knoblauch drauf, schiebst es kurz in den Ofen, legst es daneben, schon hast du einen Snack. Habe ich gerade erfunden. So, Martin. Oh, die schmecken wahnsinnig gut, ne? Ich wusste nicht, dass die so gut werden. Was wusstest du nicht? So, das brauche ich. Ich wusste nicht, dass die so gut werden. Ja, die sind herrlich geworden. Jetzt hätte ich gerne bitte das Huhn. So. Das
Huhn ist jetzt total kalt. Das schneide ich jetzt in kleine Würfel. Mit einem sehr scharfen Messer. Das habe ich nur ganz kurz, aber wie gesagt, in Gemüsebrühe. Fast gedämpft, würde ich mal sagen. Ja. Weil. Das Huhn steht im Weg der Kamera. Wie bitte? Das Huhn steht im Weg der Kamera. Oh. Sehr galant. Das war eben ein bisschen. Sehr ladylike. Sehr ladylike. So. Ich finde Huhn geht doch irgendwie immer, ne? Deine Mutter hat immer gesagt, Huhn und Mayonnaise muss man immer im Kühlschrank haben. Irgendwas in der Art. Naja, das war, wenn man das mal wirklich erzählen würde, wenn ich das mal als wahre Geschichte erzähle, weil es nämlich eine wahre Geschichte ist, dann kann ich euch nur sagen, dass meine Mutter, als sie nicht mehr zuständig war für eine Großfamilie, sie hatte ja auch 5 Kinder und musste da, war sehr auf gute Ernährung bedacht und so, aber als sie dann alleine lebte, mein Vater auch nicht mehr, da hat sie jeden Tag Huhn gegessen, jeden Tag Karotten gegessen, mehrfach in der Woche eine rohe Paprika, weil sie sagt, das geht direkt ins Hirn, und ganz, 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 ganz viel Mayonnaise. Ja. Das war zum Erstaunen der heranwachsenden Enkelkinder. Das war. Es ist ein Wunder, dass deine Mutter so alt geworden ist. Und dann ist sie sehr alt geworden. Und verhältnismäßig gesund. Und verhältnismäßig ganz klar im Geiste. Also es scheint wirklich, weil sie sagte immer, eine frische Paprika geht direkt von der Zunge ins Hirn. Kann doch sein, ne? Hm. Wir glauben es erstmal so. Naja, sie war ja extrem klar im Kopf, ne? War sie ja. Ja. Und diese Macke mit ihrer Mayonnaise, kannst du natürlich sagen, das ist eine Macke. Wie kann ein Mensch jeden Tag Mayonnaise essen? Früher hat sie die selber gemacht. Da gab es dann so einen Topf dazu, den man so drehen musste. Und das haben wir schon als Kinder immer gemacht. Mach mal schnell eine Mayonnaise. Das konnten wir. Und davon Berge. Aber wirklich. Ja. Aber sie hat ein paar Sachen richtig originell gemacht, finde ich. Die letzten 3,5 Jahre hat sie ja bei mir gelebt. Und sie hatte das, wo ich ja mich auch langsam drin bewege, ne? Dass sie die Nächte nicht mehr so jugendlich frisch 8 Stunden durchgeratzt wird. Meine Mutter hat gesagt, Schlafen wird überbewertet. Das ist ja wie gestorben sein. Das ist geraubte Zeit. Die freute sich, wenn sie aufwachte. Ich erzähle euch jetzt hier eine wahre Geschichte. Und dann machte sie etwas sehr Originelles. Sie frühstückte. Da sie 3-mal nachts massiv aufwachte, mit Aufstehen und Dinge auch machen, Gedichte schreiben, sie machte so alles Mögliche, hat sie 3-mal in der Nacht gefrühstückt. Und ich habe ihr auf einem Teewagen 3-mal jeweils einen Teewagen mit Frühstück hingestellt. Hast du das noch in Erinnerung? Ja. Und sie war nie ein Mensch, der dann sagt, oh, ich habe so Schlafschwierigkeiten und ich muss mal was nehmen und so, sondern hat gesagt, völlig überbewertet. Das ist ja wie tot sein, das ist verschwendete Zeit. Sie hat ja sowieso nie gejammert. Nee. So, jetzt haben wir das Huhn geschnitten. Martin? Ja, dein Salat nimmt mehr und mehr Form an. Ich kriege morgen Besuch, morgen Mittag. Ja. Kriege ich von meinem Enkel Edgar Besuch zum Brunch. Ich habe übrigens für diese Menge nur eine halbe Birne genommen, also so eine ganze wäre zu viel gewesen. Und dem werde ich Hühnersalat servieren. Jetzt nehme ich mal von diesem. Etwas altersschwachen Rucola. Den habe ich aber gestern erst gekauft. So, das tue ich dann noch mit rein. Heizkosten. Ja. Da sage ich nur, meine Philosophie ist, leiste mir noch einen tollen Pullover. Den ziehe ich drüber.
Ich ziehe extra noch einen Pullover drüber. So, jetzt haben wir das alles geschnitten. Jetzt mache ich mir ein Dressing. Und zwar ist dieses dein jetzt... Dein Bacon vergisst du aber nicht, ne? Das kommt zum Schluss. Der kommt ja drauf. Jetzt allerdings, Martin, würde ich dich bitten, mir mal freundlicherweise... Ja. Ja? Ich brauche so ein absolut winziges Tröpfchen Essig. Winzig. Das ist doch neben dir dein Essig, oder? Wo? Da drin? Ja, in dem Fach. Soll ich da reingucken? So. Oh. Nee, das quetscht mir Martin. Pass auf, du suchst den Essig, ich mach die Zitrone. Okay. Bitteschön. Hier ist noch eine. Brauchst du so viel? Essig. Ich brauche nur ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Ja. Auch da brauche ich dich wieder, Martin. Du bist leider unabkömmlich. Du denkst, du kannst dich hier verdrücken und deine Mutter hier alleine lassen. Heimlich rausgehen und meine E-Mails lesen. Ja. So, ganz kleinen Schuss Essig. Mehr nicht. Das ist Apfelessig. Deine Zitrone aus der wunderbaren Zitronenpresse, die uns ein lieber Zuschauer mal geschickt hat. Ja. So, weg damit. Dann kommt hier Pfeffer rein. Also ich gebe aber, ich mache mal nichts mit Salz großartig. Obwohl das Bacon liegt ja oben drauf. So, das ist ein kleiner Da ist so ein kleiner Schläger. Da an der Stange hängt so ein kleiner. Da. So ein ganz, als wir noch keine Milchschäume hatten, wir alle in unseren Haushalten, ne? Da haben wir dieses Ding gekauft, ihr wisst bei welchem Laden. Da, wo wir alle schon mal gerne hingehen und immer mehr kaufen, als wir wollen. Martin, sag nicht das Wort. Gelb-blau. Du weißt genau, was ich meine. Und da haben wir dann mit diesem Schläger, den ich sehr liebe und sehr hüte, weil für so kleine Dinge wie dies hier jetzt, ist der absolut genial. Ich tue hier doch mal ein bisschen Salz rein. Denn das Bacon liegt hier oben drauf. Aber nicht so viel. So. Ich habe hier extra kein Essigöl oder Mayonnaise oder irgendwie sowas. Sondern das ist saure Sahne. Und zwar, wo tue ich das jetzt mal hin? Hier hin. Und zwar... Du stellst ja immer so galant alles hier in den Weg dieser Kamera. Ja, darf ich dir das mal wegschieben? So, das schütte ich jetzt da drüber. Das sieht wild aus. Dann nehme ich diese zwei Löffel. Also nochmal, die saure Sahne, die hole ich mir immer bei meinem Käsehändler. Der kriegt das aus ganz bestimmten Quellen. Und das ist so, die ist so gut, diese saure Sahne. Das ist so, man hat das Gefühl, die ist hausgemacht. Was sie wahrscheinlich ist. Saure Sahne. Mach ich mal hier meinen Schritt 50. So, jetzt muss ich erst mal erzählen, was du machst. Ich nehme jetzt diese Nüsschen. Cashews sind das, sind keine Nüsse, ne? Geröstete Cashewnüsse von meinem türkischen Händler wiederum. Nehme meinen Fleischklopper. Lege das zur Seite. Schiebe das zur Seite.
nähere mich diesem Fall. Ist heute ein bisschen chaotisch hier, Martin, ne? Nur ein bisschen. Nicht so doll? Nein, nur ein bisschen. Mein Gott, der schmeckt aber gut, du. Der schmeckt gut. Das kann ich nur sagen. Und jetzt nehme ich diesen wunderbaren römischen Salat, den ich so gerne mag. Ja. Und zwar mag ich eben gerne diese Rosenblätter, ne? Es ist jetzt im Grunde genommen ein bisschen doof, dass ich das jetzt schon reinstecke. Ja. Weil ja mein Enkel erst morgen kommt. Aber du musst ja unserem Publikum jetzt was bieten. Nicht aber morgen. Ich muss ja meinem Publikum jetzt was bieten. Und Martin ist ja auch ein Mensch, ne? Bedingt. Hm? Bedingt. Bedingt, er fühlt sich bedingt heute noch Mensch. So. Es gibt der Sache so ein frisches. Da sind einige gebrochen, das macht aber nichts. Verwerte ich dann auch wieder zu Salat. Ist eben Natur, ne? Die Blätter sind nicht alle perfekt. Das ist ja direkt, das ist auch hier aus den Vierlanden, wurde mir gesagt. So. Jetzt kommen wir mal rüber mit dem Bacon. So. Jetzt haben wir hier den Bacon. Und jetzt legen wir den, bauen wir den hier auf, einmal ringsrum. Wie gesagt, wenn jetzt mein Enkel heute käme oder jetzt gleich, dann hätte ich den eventuell zum Teil in den Salat gekrümelt. Aber das mache ich jetzt nicht, weil der wird mir dann, wie nennt man das, sorry, also der wird weich. Ne? Der würde dann weich. Das mache ich nicht. Den lege ich hier so drauf. So. So, Martin, wie sieht das aus? Sehr gut aus. Und jetzt kommt die Krönung. Kommen noch Cashews drauf. Die brauchen wir. Wie findet ihr das? Sieht das gut aus? Sieht sehr gut aus. Und dieses mit diesem das Bacon aus dem Ofen holen, ihr merkt ja, wie stabil und hart die sind. Und das sind die morgen auch noch. Ne? Das sind die auch morgen noch. Ach, herrlich. Könnte ich jetzt gleich selber essen. Aber ist für morgen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt wieder ein Buch und zwar. Ihr ahnt es nicht, der Fitzek, der Sebastian Fitzek, der hat wieder einen neuen Thriller rausgebracht. Der heißt Mimik. Und da geht es um eine Frau, die sich mit Mimikresonanz auskennt. Also die kann an den Gesichts, ich sag mal Zuckungen, das ist kein anderes Wort dafür, bei jetzt Kriminellen, die jetzt lügen, während sie verhört werden und so, die kann jede kleine Zuckung und jedes kleine Ding, kann die erkennen und deuten. Das ist ihr Beruf. Und daraus entwickelt sich eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich bin leider fast durch, die ich euch nicht erzählen werde, sonst nehme ich euch die Spannung. Aber der ist so spannend. Und für Berlin-Liebhaber, Menschen, die Berlin gut kennen, Sebastian Fitzek ja immer, das ist ja göttlich, ne? Der nennt ja jeden Platz, jede Straße, jede alte Villa, die da steht, jedes historische Gebäude und jede Brücke. Und also das ist ein Genuss. Es gibt ja auch so Hamburg-Romane, aber so gut kenne ich mich hier gar nicht aus. Aber der hat Berlin richtig diesbezüglich im Griff. Seine Thriller lese ich alle. Genau wie die von Charlotte Link. Ich mache noch nicht so gerne Kriminalromane. Aber es hat zwar immer einen Fall in diesem Buch, aber ich würde es nie als einfach einen Kriminalroman bezeichnen. Das ist jedes Mal eigentlich im Grunde genommen ein kleines Kunstwerk. Ich sage euch gar nichts über den Inhalt. Also, es heißt Mimik. Sebastian Fitzek. Habe ich wieder auf meinem Kindle.
wenn ich dreimal nachts aufwache, was mache ich? Kinder lesen. Okay. Liked uns, haut aufs Glöckchen, grüßt Martin, der braucht das jetzt gerade. Martin, grüßt du auch? Ja, ich grüße auch. Martin grüßt auch. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, sagt er gerade und neigt sich so nach vorne. Er kriegt jetzt auch gleich ein Tellerchen hiervon. Der hat schon so ein bisschen feuchte Augen jetzt gerade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.